Wie ist eure Stimmung? Seid alle schon gut drauf? Hallo Papa. Die Stimmung ist ungefähr so wie meine Oma jeden Sonntag. Sie kocht. Meine Mama hat gesagt, ich soll in Leipzig gleich mal mit dem besten Witz anfangen. Und das war er schon. Ich stelle mal kurz bei euch vor, ich bin der Benedikt Mittmannsgruber aus Oberösterreich. Das liegt in Österreich. Das ist mein bester Witz. Und ich bin jetzt genau heute seit 6 Jahren in so einer Beziehung mit meiner Freundin. Ist von euch auch irgendwer in einer Beziehung? Mit meiner Freundin? Ich bin irgendwie so die Frau in unserer Beziehung. Meine Freundin ist zum Beispiel viel stärker wie ich. Letzte Woche, da sind wir in Wien gemeinsam von der Stadt heimgegangen. Und mitten am Weg, beim Stephansdom, da wollte uns auf einmal so ein Räuber ausrauben. Er ist so zu uns hergekommen und ich bin dann schnell weggelaufen und habe mich versteckt. Meine Freundin hat in der Weile den Schwitzkasten genommen, bis es endlich die Polizei gekommen ist. Da haben wir wirklich sehr viel Glück gehabt. Der Räuber, der wollte nämlich meine Handtasche stehlen. Wichser. Gestern waren wir dann da in Leipzig, mitten in der Nacht. Und da wollte uns auf einmal schon wieder so ein Räuber ausrauben. Er ist so zu uns hergekommen und diesmal habe ich mir gedacht, ha, 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 ha. Ich laufe jetzt nicht weg und verstecke mich. Ich bin ja hier ein Mann, glaube ich. Ich bleibe jetzt da und hilf. Und wir haben dann wirklich gemeinsam meine Freundin ausgeraubt. Jetzt habe ich 2 Handtaschen. Ich frage mich manchmal, ob ich eigentlich wirklich so ein Mann bin. Mir schmeckt kein Bier. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Autos aus. Ich hasse Fischen. Vor allem Karpfen und Delfine. Und ich hasse Kalender mit nackten Frauen. Wer ist eigentlich bitte auf die Idee gekommen, dass er Bilder von nackten Frauen mit einem Kalender verbindet? Ich glaube, in der Geschichte von Kalendern mit nackten Frauen hat sich noch nie ein Mann so einen Kalender gekauft, weil er wissen wollte, welcher Tag heute ist. Früher, vor ein paar Jahren, da war ich um einiges jünger wie jetzt. Da war ich ja Teenager im Mühlviertel in Oberösterreich. Und mein einziger Freund als Jugendlicher, das war der Schweinsberger Johannes. Das war der Sohn vom Schweinsberger Sepp. Vielleicht kennt ihn irgendwer. Und er hat 2 so Eltern gehabt. Das ist bei uns in Österreich eine uralte Tradition. Also den Schweinsberger Sepp und die Schweinsberger Margit. Und die waren beide erzkatholisch. Das größte Ziel in ihrem Leben war, dass der Johannes keinen Sex für seine Ehe hat. Dass seine Seele reinbleibt. An seinem 18. Geburtstag, da haben wir uns aber mal heimlich von zu Hause weggeschlichen. Wir wollten nämlich zur legendären Faschingsfeier von der katholischen Jungschau ins Pfarrheim. Der Klassiker. Ich war damals voll der Loser. Also nicht so ein cooler, lässiger Typ wie heute. Und das erste Mal auf der Faschingsfeier. Wie ich hingekommen bin, haben mich dann alle voll ausgelacht. Einer hat dann zu mir gesagt, ha, 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 ha. Was macht denn der Loser da? Der hat sicher noch nie in seinem ganzen Leben Sex gehabt. Das war das größte Arschloch im ganzen Dorf. Unser Pfarrer. Den muss ich mal aufschreiben. Aber der Schweinsberger Hannes war damals unsterblich in unsere Jungschau-Führerin verliebt. In die Danninger Gertrude. Danninger Gertrude war die schönste Frau im ganzen Ort. Gut, sie war auch die einzige Frau im Ort. Sie haben dann miteinander getanzt, im Dancefloor, im Pfarrheim.
Und später haben sie sogar miteinander geschmust. Am Abend war dann der Johannes auf einmal weg. Ich war ganz alleine auf der Faschingsfeier. Ich war dann komplett verzweifelt und habe seine zwei Eltern angerufen. In Sepp und Margit. Die waren zu zweit. Wir haben ihn dann gesucht, im ganzen Pfarrheim. Und nach über einer Stunde haben wir einen Schwänzberger Johannes in der Küche vom Pfarrer erwischt. Mit der Danninger Gertrude. Sie ist am Ofen gesessen und sie haben Sex gehabt. Gemeinsam. Pfui. Seine zwei katholischen Eltern waren extrem schockiert und haben beide zum Weinen angefangen. Also für die zwei war das an dem Abend wirklich die Ofenpaarung des Johannes. Dankeschön, das war's von mir. Schönen Tag noch. Danke. Benedikt Wittmannsgruber. Jo. Hey. Hey. Cool. Thank you. Mich hat's abgeholt, mich hat's geflasht. War sehr gut. Danke, Bro. Fühlst du dich wohl hier bei uns? Ich finde es schön, es hat so Kelleratmosphäre. Hm? Das erinnert mich an meine Jugend in Österreich. Also.